Hallo zusammen und erstmal vielen Dank und auch ein Riesenlob an euch für das große Feedback zum Test des Roborock S6. Anstatt einer kleinen gemütlichen Fragerunde sind mittlerweile knapp 200 Kommentare unter dem Video eingegangen. Einige Fragen zum S6 wurden auch mehrfach gestellt. Hier habe ich jetzt 30 eurer dringendsten Fragen zusammengestellt und so gut es mir persönlich möglich war beantwortet. Ich power jetzt einfach mal durch die Antworten. Die Fragen findet ihr alle in der Videobeschreibung. Da müsst ihr nicht das ganze Video anschauen, wenn ihr nur eine ganz konkrete Frage habt. Cizzy 313 und Akia fragen, was denkst du, wann man den S6 in deutschen Shops wie zum Beispiel Amazon erwerben kann? Und soweit ich weiß, und das hat mich selber sehr gewundert, wird der S6 zunächst erstmal nicht auf Amazon erhältlich sein. Das ist eine Entscheidung, die Roborock getroffen hat. Ansonsten ist er in diversen Shops bereits erhältlich. Also Gearbest hat den zurzeit für 539 € im Angebot. Aber auch in allen anderen Shops ist der bereits erhältlich und kostet so um die 550 €. Kagri fragt, Roborock S6 versus 360 S5. Ja, und man merkt bei den Geräten schon einen qualitativen Unterschied. Zudem ist der Akku beim S6 deutlich besser. Ein großer Unterschied ist aber auch die fehlende Wischfunktion, die der S5 zum Beispiel nicht hat. Aber der ist natürlich auch nur halb so teuer und damit in der Preis-Leistung sehr, sehr stark. Hat erstaunlicherweise übrigens auch dieselbe 2000 Pascal Saugkraft und ähnliche Teile vom selben Hersteller verbaut. Das Video zum 360 S5 findet ihr auf dem Zweitkanal. Dann könnt ihr euch einfach selber mal eine Meinung bilden. Dann möchte Alexander gerne wissen, wie sich der Xiaomi Viomi V2 schlägt. Und da habe ich bisher leider keine praktischen Erfahrungen gemacht, aber das Modell sieht sehr vielversprechend aus und ich werde es auf jeden Fall testen, denn der V2 wurde bereits geliefert und wartet hier auf meinem Schreibtisch auf seinen Test. Der nächste Beitrag kommt von Benjamin. Vielen Dank erstmal, dass mit der Sauberkeit stimmt. Allerdings stimmt das auch nur am Drehtag. Ich habe durchaus auch so Gammeltage und bin grundsätzlich auch kein Sauberkeitsfanatiker, würde ich sagen. Romeo Alpha hat dann eine gute Frage, und zwar, ob der S6 verschiedene Etagen unterscheiden kann und die Karte dann automatisch lädt, insbesondere wenn die sich sehr ähneln, also gleiche Schnitt. Ja, ich habe die Frage an Roborock weitergeleitet und die Antwort war, dass er sich auf einer neuen Etage nicht positionieren kann, also eine neue Karte erstellt. Mehr habe ich da als Antwort nicht bekommen und das beantwortet leider nicht die eigentliche Frage, aber vielleicht weiß ja einer der Zuschauer mehr. Ben Work dann mit einem Schwenk zum iRobot i7 Plus. Und der iRobot Roomba i7 ist bei 1800 Pascal Saugleistung, also etwas unter den letzten beiden Roborock-Modellen angeordnet, hat aber auch ein etwas anderes System durch eine zusätzliche Lamelle zum Beispiel anstatt der Hauptbürste. Dann geht es weiter zur nächsten Frage und zwar zur Bauhöhe des Gerätes. Da kamen eine ganze Menge Fragen. Ich habe 9,6 cm in der Bauhöhe gemessen. Das ist flacher als die 360-Modelle und im Vergleich zum neuen 360 S5 sogar fast einen Zentimeter weniger, was unter Saugrobotern eine ganze Menge ist. Michael fragt, wie ist die Lautstärke zum Roborock S5? Und die ist leiser, angeblich sogar bis zu 50%. Und da diese Frage mehrfach gestellt wurde, habe ich mir einfach mal so ein Dezibel-Messgerät geholt. Viel habe ich da jetzt nicht ausgegeben, 20 € oder so. Und das Ergebnis sieht so aus, dass der S6 in meinen Messungen ca. 25% leiser ist. Also sowohl im Silent-Modus, da kratzt der S6 an der 50-Dezibel-Marke, der S5 ist da bei über 60 dB und auch im Turbo-Modus ist der S5 erheblich lauter. Allerdings kann ich 50% hier nicht bestätigen, aber immerhin die Hälfte davon. Die Messdaten sind alle so aus 1 bis 3 Meter Entfernung entstanden. Knut Köhlert hat eine Frage zu langflorigen Teppichen. Aus der Erfahrung heraus kann ich die nicht beantworten, da mein Teppich kurzflorig ist. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass der Saugroboter hier limitiert ist. Zum Beispiel hat er ja auch eine Bodenerkennung, um die Saugleistung beim Befahren von Teppichen anzupassen. Ja, und dann bringt Margo den Vorwerk Cobalt V300 mit in die Diskussion. Ja, der VR300 ist einer der Roboter, die ich bisher nicht persönlich getestet habe. Ich habe mir allerdings einige Erfahrungsberichte angesehen zu dem Teil und auch ein bisschen recherchiert. Und da war mein Interesse relativ schnell weg, weil grundlegende Probleme auftauchen. Zum Beispiel hat er Probleme mit Teppichen oder auch mit Teppichkanten. Die Saugleistung liegt so zwischen 1500 und 2000 Pascal, bei allerdings deutlich weniger Betriebszeit als hier das Roborock-Modell. Ansonsten habe ich aber noch einen Tipp für alle, die der VR300 anspricht. Vielleicht kennt ihr ja die Firma Nito und die wurde vor kurzer Zeit von Vorwerk aufgekauft. Und dieser Cobalt VR300 scheint mir fast baugleich mit dem 300 € billigeren Nito Botweg D7 zu sein. Es würde mich nicht überraschen, wenn die beiden Modelle fast identisch sind, aber auch gegen den D7 würde ich dem S6 den Vorrang geben. Dann kam eine etwas ungewöhnliche Frage von Thorsten, der möchte gerne wissen, ob man eine zweite Ladestation separat kaufen kann. Also, was ich herausgefunden habe, ist, dass im Quellcode der zweiten Generation steht, dass man mehrere Ladegeräte verwenden kann. Ladestationen sind aber oft nicht billig, also zwischen 50 bis 100 € wird das vermutlich kosten. Vermutlich funktioniert das Ganze auch. Möglicherweise müsste man die Ladestation aus der anderen Etage vom Strom lösen.
Mein Rohbaukontakt konnte mir das leider auch nicht beantworten und so eine Anfrage stellt man dann vielleicht am besten einfach dem technischen Support. Support@roborock.com heißt sie, glaube ich. Dann haben wir noch eine Frage über die Basisstation und zwar von André Jagusch über die Maße. Könntest du einmal antworten, wie die Maße der Basisstation von S5 und S6 jeweils sind? Also, beim S6 sind das 12 cm in der Höhe, 23 cm in der Breite und 16 cm in der Tiefe. Der S5 ist etwas kleiner, also 10,5 in der Höhe, 13 breit und 15,5 in der Tiefe. Matthias interessiert der direkte Vergleich mit dem S5 und die technischen und Softwareneuerungen habe ich ja im Video 1 schon im Detail angesprochen. Ein direkter Praxisvergleichstest der beiden wäre natürlich irgendwo spannend, aber ich habe jetzt auch schon 2 Videos zu dem S6 rausgehauen, in dem ja auch die Größenunterschiede genannt werden und daher will ich jetzt nicht noch mehr Content zum S6 machen. Ich habe übrigens auch ein Review zu dem S5 gemacht, das findet ihr auf dem Zweitkanal. Auf die Weise kann man sich den Vergleich dann vielleicht auch selbst herleiten. Tim Moby Spokey oder so ähnlich meint, er wollte sich eigentlich einen Roomba 966 holen und ist jetzt etwas verunsichert, ob er nicht einen Roborock S6 holen sollte. Tipps oder Empfehlung? Ich habe mit dem Roomba 966 keine eigenen Erfahrungen gemacht. Mein Eindruck in den letzten 2 Jahren von iRobot war, dass sie als ehemaliger Marktführer mit guten Namen doch relativ teuer sind. Also gemerkt hat man das vor allem, als viele günstige Modelle auf einmal mit smarter Navigation auf den Markt kamen und iRobots doppelt so teure Mittelklasse-Modelle halt noch mit Zufallsmodus gereinigt haben. Ich schätze, die Zukunft der Roomba-Modelle liegt im High-End-Bereich, also da, wo das Geld dann auch nicht mehr so die Rolle spielt, wenn die Leistung stimmt. Das ist aber nur meine persönliche und auch relativ allgemeine Meinung über iRobot. Chris P. mit einer Frage, die sich wohl viele Leute anfangs stellen. Funktioniert der S6 auch bei kompletter Dunkelheit? Kurz und knapp, ja, das ist ein nachtaktiver Roboter. Viele Saugroboter brauchen kein Licht für die Navigation. Dann gab es einige Fragen, ob die Bürsten vom S5 und S6 kompatibel sind, also ob man die miteinander tauschen kann. Und auch Fragen zu weiteren Tests von Xiaomi oder 360-Saugern. Also, ganz generell habe ich vor, hier auf dem Kanal alle Flaggschiffe vorzustellen. Den 360 S7 mit ziemlicher Sicherheit und von den Roborock-Produkten möchte ich auch gerne alles, was neu auf dem Markt kommt, vorstellen. Ganz konkret stehen jetzt 2 Saugroboter-Videos an. Das eine ist der Nizo X500, das ist die gleiche Fabrik wie der bekannte Tessor. Vielleicht sind die Modelle sogar identisch, also das möchte ich gerne rausfinden. Und Nummer 2 ist der Xiaomi Viomi V2, der hat einen sehr, sehr starken Motor. Also es bleibt spannend und zu der Frage mit den Bürsten. Die Hauptrollbürsten scheinen tatsächlich fast baugleich zu sein und sind wahlweise miteinander austauschbar. Das Gewinde der Seitenbürste sieht auch identisch aus, ist aber verschraubt. Aber ich würde sagen, hier zahlt man ohnehin nur wenige Euro für eine neue Bürste. Aber ja, man kann die wechseln. Dann mehrere Fragen zu dem, ich würde meinen brennendsten oder spannendsten Thema beim S5 und S6. Und zwar geht die Frage auf Software, S5, Patches etc. Also was können wir an Funktionen des S6 für den S5 erwarten? Tja, und bei dem Thema hält sich Roborock bedeckt. Ich schätze, technisch wäre das wohl möglich. Dann wäre die Frage, wie viel teurer der S6 überhaupt noch sein darf als der S5. Ich habe Roborock gefragt und Roborocks Antwort war, dass der S5 der Produktplanungsstrategie, also der generellen Entwicklung auf dem Robotermarkt und dem eigenen Budget angepasst wird. Demnach ist in der nächsten Zeit nicht geplant, die Updates für den S5 zugänglich zu machen. Ausgeschlossen wurde es allerdings auch nicht. Und ja, es ist etwas ärgerlich für S5-Besitzer. Ich kann es irgendwo aus Vertriebssicht verstehen. Preislich sind die beiden Geräte ja recht nah beieinander. Meine persönliche Meinung ist, dass das Update wohl dann eher mit dem Launch eines neuen S7 kommen wird. Aber das ist auch absolute Spekulation. Also im Moment leider nein. Dann möchte jemand wissen, ob man Parkettreiniger als Pflegemittel in den Roborock einfüllen darf. Ich würde in dem Bereich vorsichtig sein, obwohl das vermutlich harmlos ist, aber das könnte die Garantiebestimmungen verletzen. Also einige Hersteller benennen spezielle Reinigungsprodukte, die man verwenden darf oder vertreiben die sogar selbst. Da muss man einfach nochmal nachfragen beim Hersteller. Stefan ist Apple-User und fragt, wie sieht es mit HomeKit-Integration aus oder ist er auch mit Alexa steuerbar? HomeKit-Integration gibt es beim S6 leider nicht, aber der ist Alexa und auch Google Home kompatibel und wer es möchte, auch über die Xiaomi Mi Home Application. Nikolai dann mit einer generellen Frage zur Bedienung. Wie bedient man den S6? Interessant bei der Frage vielleicht auch, wie sieht es mit Kartensprechern aus? Ja, vielen Dank erstmal fürs Kompliment und im Prinzip ist der Roboter out of the box einsatzfähig. Es empfiehlt sich, den zunächst erstmal voll aufzuladen, dann die Mi Home App runterladen und registrieren. Über die App verbindet man dann zunächst den Roboter mit dem hauseigenen WLAN, da wird man aber durchgeleitet. Dann lässt man den Roboter einmal komplett reinigen, damit die Karte erstellt und abgespeichert wird. Und dann macht man alle weiteren Schritte mit der Karte und die Kartenspeicherung kann man dann in den Einstellungen ein- und ausschalten. Insgesamt finde ich die Bedienung weniger komplex, als sie sich jetzt hier vielleicht anhört, aber man braucht vielleicht etwas Geduld.
Thema Einmaltücher von Benjamin Barth. Ja, die Einmaltücher sind nicht sonderlich gut angekommen, hauptsächlich vermutlich aus Umweltschutz. Ich bin auch gar nicht darauf eingegangen, weil ich die ebenfalls für überflüssig halte. Aber dankbarerweise sind wie beim Vorgänger auch wieder zwei waschbare Wischtücher dabei, also man braucht die nicht wirklich. Die nächste Frage lautet, verrutscht die Ladestation, wenn er sich jetzt andocken will oder wenn er losfährt? Und ich habe da ein nerviges Problem mit meinem Roomba. Und da kann ich sagen, nein, bei mir sitzt die Station fest. Vielleicht kann ja der eine oder andere Zuschauer, der den S6 besitzt, ebenfalls mal was zur Rutschfestigkeit sagen. Wenn was rutschen kann, dann ist das vermutlich die feuchtigkeitsbeständige Matte. Die bringt man optional an, klemmt man so drunter, wenn man die Wischung so nutzt. Da kann das durchaus passieren, aber bei der Ladestation selber habe ich das nicht erlebt. Dann ein kritischer Kommentar, ziemlich irreführender Kanalname. Hier werden ja nur Roborox getestet, nicht jene, die laut richtigen Testinstituten deutlich besser sind. Und ich glaube, dass der Username LX8 hier eventuell den Eindruck bekommen hat, weil der den zweiten Kanal nicht kennt. Ich habe so an die 50 Roboter getestet als Grundlage für diese offizielle Top 5. Also schaut gerne mal auf dem Zweitkanal vorbei, da sind dann die ganzen Tests. Und der zweite Punkt zum Thema richtiges Testinstitut. Dieses sehr bekannte deutsche Testinstitut schlägt den Kobold Vorwerk VR300 als, wie ich finde, zweifelhaften Testsieger vor. Der ist doppelt so teuer und meiner Meinung nach nur halb so gut wie der S6. Und das mag sein, dass so ein Testinstitut mehr Budget hat und mehr Manpower, vielleicht auch das bessere Testumfeld, aber sicherlich nicht mehr Leidenschaft, als ich es habe. Zumal die wirklich alles Mögliche testen. Die sind zum einen Finanzberater, dann gibt es Sachen zum Thema Sexspielzeug, irgendwie irgendwelche Olivenöle und dann noch Staubsaugerroboter. Und ich versuche mich in der Vielfalt etwas zu begrenzen, um genau an diese spezifische Expertise zu gelangen, die dem bekannten Testinstitut meiner Meinung nach aufgrund der breiten Aufstellung fehlt. Dann sucht Markus einen Roboter mit guter Wischfunktion und schreibt, hallo, nettes und informatives Video, dennoch habe ich eine Frage, welches Spitzenmodell für die Wischfunktion sollte man sich anschauen? Nach öfterem Wiederholen deines Videos kann ich es immer noch nicht akustisch verstehen, leider. Ja, ich habe da den 360 S6 gemeint, ich bin immer noch der Meinung, dass das einer der Roboter mit der besten Wischfunktion ist und den verlinke ich auch gerne mal am Ende dieses Videos. Francesco mit einer Frage, die in letzter Zeit bei allen möglichen Modellen rumgeistert. Wie sieht es hier mit schwarzen Teppichen aus? Ich habe in meiner Wohnung keinen schwarzen Teppich und daher habe ich das einfach mal simuliert. Ich konnte hier keine Probleme feststellen, habe allerdings nur ein schwarzes Handtuch benutzt. Das scheint soweit in Ordnung zu sein. Ich frage jetzt auch einfach mal an andere Roborock S6 Besitzer, ob ihr mein Ergebnis hier bestätigen könnt oder ob euer Modell auf einem schwarzen Teppich Probleme macht. Schreibt das doch ganz gerne mal in die Kommentare. Dann die letzten Fragen und hier gibt es gleich mehrere Fragen von Matthias Eck zur Wischfunktion. Also, ich habe auch noch ein paar Fragen für Video 2. Kann die Wassermenge gesteuert werden? Und die Wassermenge wird gesteuert, allerdings nur passiv über mehrere Filter. Also es gibt keine intelligente Wasserpumpe, falls du das meintest. Was macht er beim Wischen mit Teppichen? Der Roborock S6 hat eine Teppicherkennung, allerdings dient die nur zum Einstellen der Saugkraft. Also der würde mit einem Wischtuch über den Teppich fahren. Roboter, die dieses Problem gelöst haben, wären zum Beispiel die Ecovex-Modelle, die Osmo 900er Serie zum Beispiel. Sind neben den Einwegtüchern weiterhin die alten, wiederverwendbaren Tücher dabei, kann man steuern, dass nur ein bestimmter Raum gewischt werden soll und in anderen nur der Staub gesaugt wird. Ja, die wiederverwendbaren Tücher sind auch hier wieder mit dabei und eine Raumeinteilung zwischen Wischfunktion und Staubsaugen kann man leider nicht steuern. Der Wischaufsatz muss ja auch manuell ausgetauscht werden. Ja, das waren so die drängendsten Fragen, glaube ich, zum Roborock S6. Die eine oder andere Frage kann ich natürlich gerne noch in den Kommentaren beantworten. Ich konnte auch nicht wirklich jede Frage beantworten. Aber ich danke euch fürs Reinschauen, ich danke euch fürs Dranbleiben und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Roborock, falls ihr da für euch eine Entscheidung getroffen habt. Auf dem Zweitkanal geht es jetzt weiter mit dem neuen Akkusauger, dem Dyson V11 Absolute. Da war ich nämlich in Köln bei der Eröffnung, habe mir das Teil angeschaut und mit den Ingenieuren geredet und so weiter. Und mit dem Xiaomi Viomi V2 Saugroboter. Und natürlich auch mit dem Nizwo, habe ich vorhin schon gesehen. So, bis dahin, ciao.